Viele von euch kennen ja das Backtrennmittel, was so in der Sprühdose gibt. Ich halte von dieser Sprühdose gar nichts, weil ich finde, da sind einfach zu viele Zusatzstoffe drin und das Zeug ist einfach viel zu teuer. Und deswegen möchte ich euch heute einmal das Backtrennmittel vorstellen, was auf meinem Blog auch immer sehr, sehr gerne genutzt wird und auch zubereitet wird zum Backen und vor allen Dingen zum Brotbacken. Ich habe das Rezept noch von meiner Oma, die damals immer Palmin genommen hat, Mehl und geschmacksneutrales Öl aus gleichen Mengen und hat dadurch ein Backtrennmittel gemacht und hat dadurch immer ihre ganzen Backformen und Auflaufformen eingerieben und da ist nichts angeklebt. Und ich finde das deswegen auch so traumhaft, weil jedes Brot flutscht wirklich aus der Omnia-Form raus. Und deswegen möchte ich euch heute mal ganz kurz zeigen, wie toll ihr das und wie schnell ihr das zubereiten könnt. So, ich habe statt Palmin habe ich Kokosfett genommen. Das ist auch eine feste Masse. Wichtig ist, dass ihr wirklich da die feste Masse wählt. Viele sind ja bei Palmin halt aufgrund der Zusatzstoffe ein bisschen vorsichtig. Und ich habe jetzt reines Kokosfett genommen. 100 Gramm Kokosfett, 100 Gramm Mehl und 100 Gramm neutrales Öl. Was ist neutrales Öl? Wird auch immer oft gefragt. Zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Denn dadurch habt ihr dann keinen Geschmack im Brot oder im Kuchen, was vielleicht nach Olivenöl schmeckt. So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr so einen kleinen Mixer oder ihr nehmt so einen Zauberstab. Das funktioniert beides total gut. Einfach nur die Zutaten jeweils in die Behälter rein und dann los geht's. Lasst die Maschine rollen. Und das mache ich jetzt. Ich mache es jetzt mit dem Mixer. Könnt ihr auch hier mitmachen, aber ich arbeite sehr gerne mit dem Mixer. Die habe ich auch im Wohnmobil immer mit, weil die über Akku betrieben werden. Ich werde dann auch immer gefragt, was sind das für Geräte? Das sind die Geräte von KitchenAid. Und ich kann dich auch gerne auch mal vorstellen in einem anderen Video. Schreib das als Kommentar runter, dann mache ich das gerne. Ansonsten schmeiße ich die Sachen jetzt einfach mal hier in den Mixer rein. Und dafür benutze ich dann auch das Edelstahlmesser. Zwischendurch immer mal rein, ob sich wirklich alles so ein bisschen verpulverisiert hat und alles sich zusammen als eine Masse verschmolzen hat, weil dann ist es fertig. Es sieht nachher sehr kreideartig aus und das hat auch die richtige Konsistenz. Es ist jetzt noch sehr flüssig. Ihr packt das dann jetzt gleich einfach, was ich jetzt auch mache, in einen kleinen Behälter. Das sollte 300 Milliliter Fassungsvermögen haben und bitte immer im Kühlschrank aufbewahren, weil das Fett, auch das Kokosfett, verflüssigt sich bei einer Temperatur. Und dann habt ihr halt eine riesengroße Sauerei, ist einiges schon passiert. Bitte einfach in einem gut verschließbaren Behälter einfüllen, 300 Milliliter, im Kühlschrank aufbewahren und es hält sich ungefähr 6 Monate. Deswegen mache ich auch immer erst eine kleine Menge, das heißt jeweils 100 Gramm von jeder Zutat. Und das reicht wirklich erstmal aus und es ist schnell zubereitet. Ich fülle das jetzt erstmal hier ein. So, und jetzt wisst ihr auch, wie schnell ihr euer Backtrennmittel herstellen könnt. Dieses Backtrennmittel ist wirklich traumhaft, vor allen Dingen, wenn ihr da gerade Brot im Ofen backt. Aufgetragen wird das ganz einfach. Ihr nehmt einfach ein Stück Küchenkrepp,
nehmt ein Tüchlein und holt hier ein bisschen raus, schmiert eure Form ein. Das ist nachher so kreideartig, also wundert euch nicht. Aufgrund des Mehls sieht das ja kreideartig aus. Aber es ist total toll, ihr braucht nicht mehr einmehlen, wie ihr es von anderen Kuchenformen gewohnt seid. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich denke jedes Mal an meine Oma, die schon im Himmel ist, die mir das damals gezeigt hat und die immer wieder ihre Kuchenformen eingeschmiert hat. Und ihr wisst ja, Omas Rezepte sind die besten. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonniert uns, ihr bekommt immer ganz viele Infos von uns, auch so kleine Dinge einfach mal zwischendurch, die ihr mit, ich glaube, 50 Cent statt 6 Euro eine Backtrenndose kaufen, einfach kostenlos von uns erhaltet. Von daher drückt die Glocke, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Video.